Da sind Spiegel. Es ist bisher noch ein sehr schräges. Oh, Echse, rote Echse. Hm, toll. Ich hasse es, diese Echsen zu erwischen. So, eine Kiste. Keine Mimik diesmal. Was haben wir denn da drin? Nach dem mit diesem komischen Typen jetzt. Verstärkte Zaubererbarriere. Oder Zauberbarriere. Nachdem wir diesen Typen beinahe befreit hätten und jetzt doch wieder irgendwie getötet haben. Aber so ist mir vielleicht deutlich lieber. Ach, guck mal. Hallo, Spiegelgestalt. Wie geht es dir? Oh, das ist eine verdammt starke Spiegelgestalt. Der hat zumindest deutlich mehr aus als die vom Spiegelritter. Oh, das wird aber interessant. Ich weiß immer noch nicht, was ich von diesem Schloss halten soll. Ich weiß zumindest, dass er mir nicht so viel kann. Ja, er hält zwar mehr aus, aber es ist trotzdem jetzt nicht so interessant. Vor allem, wenn ich die einem nach dem anderen plus Trigger. Es kommt gar nicht aus jedem einer raus. Ah, hier. Na komm. Okay. Oh, Ultra-Großschwert. Dich will ich sofort töten. Schade, warum ich die, glaube ich, nicht backstabben kann. Zumindest hat es hier gerade nicht funktioniert. Ah, ja, okay. Die brauchen zwei komplette Kombos. Ah. Und da frage ich mich immer, wie kann man so ein Ultra-Großschwert so gut komboen? Das ist... es geht doch gar nicht, oder? Finde ich ein bisschen arg heftig. Also da hätten sie ruhig ein bisschen runterschrauben können. Gut, man braucht sicherlich eine verdammt hohe... Wieso höre ich da irgendwo einen Fluchfrosch? Vielleicht von... von über oder unter mir, so. Ritualband des Nordens plus 2, das wollte ich nicht. War aber eh mal ein bisschen Zeit. Ritualband des Nordens. Erhöht Zauberaufladung, aber verringert TP. Ja, gut, okay, das brauchen wir nicht zwingend. Da ist nochmal so eine. Wieso kann ich die eigentlich nicht jetzt schon töten? Oder wieso kann ich den Spiegel nicht kaputt machen? Das wäre doch... Na gut, der macht den Spiegel ja auch irgendwie kaputt. Ich... ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wogegen die schwach sind. Wie gesagt, die halten jetzt deutlich mehr aus als die vom Spiegelritter. Aber ich glaube, das Freigaschwert ist da schon gar nicht schlecht. Ich könnte noch den Blitzspeer versuchen, weil... Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob die überhaupt Schwächen haben. Aber wenn die jetzt vermehrt auftreten, na, keine Ahnung. Werden wir sehen, eventuell war es das ja jetzt schon mit den Typen. Und auf der anderen Seite kommen wir jetzt gar nicht durch. Ach nee, halt, da kommen wir hoch. Ach, hier aber nicht. Stimmt, da ging es bloß zu der Kiste. Okay, ich will hier nämlich ganz gerne den Überblick behalten. Da waren wir gerade. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal hoch. Und müssen dann nicht an dem Duftzweigtyp vorbei, ne? Ich verstehe nur nicht ganz, was das mit diesem Drachen sollte. War das jetzt blöd, dass ich da gestorben bin? Backt es rum, dass der da... Zum Fluchfrostkönig, dankeschön. Backt es jetzt rum, dass der nicht nochmal kommt? Ich habe keine Ahnung. So, ich bin jetzt auf jeden Fall hier. Da sind auch schon Typen hochgeklettert. Das, ja, das geht ganz gut. Ich könnte den Typen befreien, aber wie gesagt, das sehe ich jetzt gerade den Sinn oder dahinter nur nicht. Okay, ein ganz langer Gang mit einer Kiste. Ich hoffe, es lohnt sich. Auf der anderen Seite eventuell dasselbe. Vielleicht sogar ohne Kiste. So, Mimik. Genug Platz wäre, nein. Was haben wir dann da drin? Na komm. Toll, danke für das Asketenleuchtfeuer. Es ist ja aber gar nicht so nutzlos, wie ich gedacht hätte, dass es wäre. Also ich habe mittlerweile da den Sinn dahinter rausgefunden, sage ich mal. Was denn das eigentlich bringt. So, rotes Wasser. Du tust mir gar nichts, ne? Ich kann aber zu dir rein. Okay. Oh, 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 oh. Ich, ich zerstöre hier irgendwie die ganze Aus... Achso, da bin ich hergekommen, ich Affe. Ich zerstöre irgendwie die ganze Ausstellung. Ich tue heute irgendwie bloß falsche Dinge. So, 213. Na gut, der Schaden sollte mal weggehen, dann. Es waren so um die 213, 210, 213, wie auch immer. Hallo, Kerzenständer. Okay, nicht so viel. Und Feuer? Ich glaube nicht, dass... Au, 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 au. Okay, der Schweif tut weh. Ach, verdammt, aber es macht auch so um die 200 Schaden, ne? Bald ich mal... Ah, das Feuerlangschwert. Einfach bloß, weil das noch voller ist.
Okay. Oder? Ja, macht, glaube ich, sogar noch ein Stückchen mehr Schaden. Gut. Und dieser Fluchfroschkönig ist ja jetzt wirklich so schwierig, muss man sagen. Weil er halt irgendwie keine Drehattacke oder sowas hat, sondern eigentlich bloß Sachen in eine Richtung machen kann, wie jetzt zum Beispiel hier das Boosten. Von immer schon relativ einfach. Magiestein, sehr schön. Und weiter hierdurch, würde ich sagen. Oh, hi. Sie. Wieso will ich da nicht unbedingt an diesem Drachen ziehen? Es wird schlimm enden. Okay. Im Weg ohne Wiederkehr. Wir haben da hinten schon einen toten Drachen gesehen. Okay. Ist das hier jetzt die Sonderausstellung oder wie? Ich benutze mal so einen Pharus. Ich denke, wir haben noch genügend. Ich weiß, wo man mehr herbekommt. Okay. Damit haben wir Licht gemacht. Licht ist nie verkehrt. Deine war eine Seele, ne? Das sieht man. Keine Seele. Sondern bloß so ein komischer Typ mit... Was soll der darstellen? Ist irgendwie so ein komischer Gnome oder so irgendwas. Da, ich piekst dich weg. Na, es macht nicht zwingend so viel Schaden. Der Typ ist irgendwie merkwürdig. Ich versuche mal mit Feuer. Halt, mit Feuer, so. 105, das macht deutlich weniger Schaden. Okay, dann bleibe ich mal bei meinem Blitzspeer. Zumindest, falls mehr von diesen Typen kommen sollen. War das jetzt hier alles schon? Ja gut, okay, rein käme ich eh nicht. Der hat mir auch nichts hinterlassen. Toll, das sah bloß so aus wie eine Seele, war aber fake. Na, klasse. Kommst du aus deinem Käfig raus? Ich hoffe nicht. Was ist das da hinten? Schon mal der Lebensstein, okay. Wieder was hinter dem Gemälde? Ja, so ein Typ wieder. Wie gesagt, ich habe immer noch keine wirkliche Ahnung, was das für Typen sein sollen. Aber ich töte sie am besten schnell. Okay, ihr könnt also Lebenssteine essen. Das finde ich jetzt gar nicht so toll von euch. Okay, Glück gehabt. Aber ihr hinterlasst mir rein gar nichts. Das heißt, es bringt nicht wirklich viel, diese Bilder kaputt zu machen. Okay, ein grüner Raum. Es wird hier irgendwie immer schräger. Ich weiß noch nicht ganz, was ich von diesem Schloss halten soll. Ich bin da irgendwie noch so ein bisschen überfragt, weil... Es hat irgendwie noch keine Richtung, es hat... Keine Ahnung. Es sind einfach bloß ein paar Gegner, die da rumstehen. Verschlossen, toll. Es sind einfach bloß ein paar Gegner, die da rumstehen. Da ist wieder ein Fluchfrosch drin. Was bist du denn? Ach, das sind diese komischen, hässlichen Viecher aus dem ersten Level. Na gut, okay, dass das verschlossen ist, das habe ich gesehen. Die waren aber in der Kanalisation vom... Na, wie heißt es denn? Ah... Dich habe ich zu spät gesehen. Okay. Oh Gott, bitte mach nicht das Ding kaputt. Nee, der demoliert hier mir alles. Ich darf den nicht weiter vorkommen lassen. Ich sollte aber vielleicht auch nicht an ihm sterben. Oh Gott, ich werde sterben. Glück gehabt. Irgendwie. Zum Glück im Unglück. Ja. Das hätte nichts werden können. Okay, oh. Das Problem wäre gewesen, wenn der jetzt mir weiter gefolgt wäre, hätte er den Käfig von dem anderen Typen kaputt gemacht. Und das hätte dazu geführt, dass der auch noch hinter mir her gewesen wäre. Das ist jetzt irgendwie blöd, dass ich das gemacht habe. Jetzt ist mein Drägerschwert wenigstens wieder da, weil ich nicht gegen diesen komischen Magier gekämpft habe. Also irgendwie ein sehr merkwürdiges Schloss, muss ich sagen. Ich weiß auch noch nicht wirklich, was mich da jetzt erwartet. Ich weiß zumindest, dass ich ganz froh bin, dass bisher nur nicht alles kaputt ist. Ach, der Fluffroschkönig wird auch wieder da sein, ne? Das ist das Problem irgendwie an diesem Schloss. Dass sobald man irgendwas falsch macht, der Typ ist aber nicht wieder da. Ja, sieht man schlecht, aber eigentlich nicht. Ja, aber sobald man irgendwas kaputt macht oder irgendwas falsch macht, muss man dann mit den Konsequenzen so ein bisschen leben. Und die sind halt, dass die Gegner immer wieder kommen. Das heißt, wie gesagt, der Fluffroschkönig wird jetzt wahrscheinlich auch wieder rumhängen frei. Nee, gar nicht mal. Okay, das heißt, die Käfige werden auch wieder resettet, bloß diese Wägen nicht. Das ist interessant. Gut, mit dem muss ich mich nicht mehr so unbedingt anlegen. Außerdem kann ich hier EU zumachen. Und ich kann auch die Typen hinter den Bildern in Ruhe lassen. Die waren ja eigentlich auch bloß störend. Die haben vielleicht ein bisschen ein paar Seelen gegeben. Ich weiß es jetzt nicht mal.
Aber ansonsten war das ja auch nicht so interessant. Ich hätte aber ganz gerne meine Seelen. Das Problem ist, wie komme ich denn da jetzt ran? Ja, am besten so. Einfach mit ein bisschen Geduld. Kann man die Tür öffnen? Wahrscheinlich nicht. Doch, kann ich, aber es braucht ewig. Okay. Kommst du da durch? Einfallspinsel, Dämmerungskraut. Oh Gott! Hört bitte auf, durch Türen zu kommen. Sonst bekomme ich irgendwann noch einen Herzinfarkt. Oh, wow. Oh, 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 oh. Guck mal. Schön. Na gut, der Boden ist ein bisschen arg. Ja, auch die Bäume. Aber es sieht schön aus, weil es mal so eine freie Fläche ist. Das auf jeden Fall. Ich habe nur Angst, was dahinter ist. Das sieht mir nämlich nach einer Art großem Nest aus oder sowas. Jetzt höre ich da hinten schon schweres Atmen. Ich will zuerst das ganze Ding hier noch erkunden. Dafür müsste ich eigentlich diese fetten Typen besiegen. Das Problem ist, die sind halt sehr ätzend. Die habe ich damals schon im ersten Gebiet nicht gemocht und die mag ich jetzt immer noch nicht. So, hau dich mal nach hinten, genau. Flugfrosch bitte. Danke. Ah, ja, auf Kosten meiner Gesundheit halt. Das Gute ist, dass er sich natürlich nicht regeneriert. Oh Gott, wieso kommt er jetzt nach hinten? Der kam gerade eben noch nicht. Ach, hier kommt er nicht durch, ne? Nee, okay, gut. Kann ich hier so ein bisschen campen? Ich habe meinen... Ja, ich habe meinen guten Ring. Ich will eigentlich eh nicht. Ich dachte, du stürzt... Okay, nach vorne kannst du dich auch stürzen. Das hat gerade gar keinen Schaden gemacht. Ich bin echt so ein bisschen beunruhigt, was mich hinter dieser Tür erwarten wird. Nein, 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 nein. Okay. Ich würde dich hier gerne wieder so ein bisschen festhalten. Nee, okay, du bist nicht so dumm wie der eine dort unten. Ah, die Wiesen sind allgemein nicht dumm. Die sind ziemlich stark eigentlich sogar. Okay, okay. Und umfallen. Sehr schön. An sich den zu besiegen bringt, glaube ich, auch gar nichts, weil er eh wieder respawnen wird. Ja. Aber wenigstens einmal töten ist vielleicht gar nicht schlecht. Was gibt er denn? Ein alter Schimmernder, okay. Das war schon mal gar nicht so verkehrt. Außerdem, nee, okay, hier war nichts. Hier war auch nichts mehr. Dort, was? Was war das denn? Vor allem, der sieht nicht tot aus. Der sieht bloß nicht geladen aus. Schräg. Und du kommst nicht hier durch. Du kommst an sich auch nicht hier durch. Du kannst wahrscheinlich durchhauen, ne? Oh Gott, bitte kein Giftpilz. Quatsch, doch, natürlich ein Säurepilz. Wie hätte es was anderes sein können? Zwei von diesen komischen Viechern. Das gefällt mir jetzt schon mal nicht, vor allem da ich nicht raus kann. Ich kann halt nicht flüchten. Und da an dem Vieh vorbei will ich eigentlich auch nicht. Toll, jetzt tun sie mich da. Ich weiß auch gerade gar nicht, welcher ist. Ich hoffe, du bist nicht der Angeschlagene. Na gut, jetzt sind beide nicht mehr angeschlagen. Kann der Pilz bitte mal aufhören, da die ganze Zeit seinen Scheiß zu machen? Ich hoffe, die haben nicht unendlich von diesen Heildingern. Ich zumindest habe nicht unendlich davon. Okay, da hat mich der Käfig geschützt. Nein, 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 nein. Okay, 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 okay. Du versuchst dich wieder zu heilen, natürlich. Aber jetzt habe ich wieder volle Ausdauer. Das heißt, du bist tot. Gut. Gegen einen ist nicht so schwierig. Denke ich zumindest. So, bevor er sein Schild oben hat und ich glaube, jetzt kann ich ihn mit... Nee, weil ich da so eine kurze Ausholphase habe. Gegenstand aufheben. Drachenakolytengewand. Okay. Was ist denn ein Drachenakolytengewand? Von den Aldia-Akolyten getragenes Gewand. Einige der hellsten Köpfe trafen den Aldia zusammen und verschiedene neue Rituale zu entwickeln, aber Gerüchten behaupten, sie wären nicht Herren ihres eigenen Willen gewesen. Dieses weiße Gewand soll das strömende Blut des Ritualopfers abfangen. Wieso nimmt man dann weiß und nicht rot? Wird deutlich besser, muss man das Ding nicht so oft waschen, außer man will sich natürlich damit ein bisschen prahlen, dass man so und so viel Blut aufgefangen hat. Von den Opfern, ich weiß es ja nicht, wie das hier geregelt wird. So, stolzer Ritter. Das ist keine Tür. Ist doch eine Tür. Wo soll sie hinführen? Führt ja bloß den Gang. Ich höre hier noch irgendwas. Irgendwas suchen. Verschlossen. Ja, aber es ist...
Okay, verstehe ich nicht. Ah, vielleicht gibt einer von diesen Viechern da was. Ja, ich hoffe, es war jetzt nicht... Ich bin kurzzeitig durchgelaufen. Das ist so blöd mit diesen Riesenpilzen. Weil sie halt so extrem undurchschaubar sind in dem Bereich. Das hat nicht getroffen. Sehr gut. Ich frage mich, wenn die da immer wieder durch diese Wände platzen, wie soll ich die denn dann gescheit umgehen, sage ich mal. Gut, okay, dann muss ich halt ein, zwei Tränke verschwenden. Na toll, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Vielleicht hätte ich den Schlag gerade sparen sollen. Jetzt kann ich wieder. Ja, den kann man wieder ganz gut. Man muss halt sehr, na toll, sehr nahe gehen. Na toll. Okay. Da nochmal, ja, da kann ich wieder direkt hinter dich. Na toll, das hat getroffen, ist aber auch nicht so schlimm wie bei den Schildkrötentypen. Ja. Weil da wird mir ja richtig weggehauen, während man hier bloß so ein bisschen umkippt. Also ich glaube, dahingehend sind die Gegner wirklich noch von den Attacken her, zumindest aus dem ersten Gebiet. Na, ich kenne mich noch ganz genau mit dieser Stelle aus. Das war schon damals ätzend. Wenn die vor den Türen stehen. Was nu? Wieso trifft das denn immer? Okay, du bist tot? Hast du irgendwie einen Schlüssel für mich? Nee. Dann gehe ich jetzt mal ins Erdgeschoss. Ach, guck mal, da kam doch auch noch jemand raus. Oder wie? Ah, ich dachte, es wäre eine Seele. Was? Ah, diese Typen. Das ging irgendwie deutlich besser mit dem Vreggerschwert. Habe ich das letzte Mal bloß nicht so gut gesehen? Was seid ihr? Ach so, das sind eure Hinterbeine. Ich dachte, die Hinterbeine wären der Kopf. Es macht die Sache nicht schräger. Nicht normaler, also nicht unschräger, theoretisch. Aber trotzdem, ich bin damit irgendwie zufriedener. Ein paar verstandene Typen machen mir schon sehr viel. Ja gut, okay, die kommen wahrscheinlich von diesem Flurfrosch, ne? Das ist die andere Tür, das heißt, die habe ich ja durchschaut. Aber die Typen machen mir schon sehr viel Hoffnung. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich so ein Fluchfrosch gewesen sein. Ich verstehe ja immer nicht, wieso da Leute drauf reinfallen irgendwie. Was ist das? Jetzt mal ganz ehrlich, was ist das? Wieso hängt es da in der Luft und wieso leuchtet es grün? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie auch wenig Lust, die Tür zu öffnen. Ach so, wenn man da reinfällt, dann... Ja, das ist mir so gut wie tot, weil man nicht rauskommt, bevor man die Tür nicht ge... Wirklich? Säure? Oh, Mann. Das war jetzt echt unnötig. Kenne ich die Viecher? Nicht zwingend, ne? Ah, jetzt ist mein zweiter Drachenring kaputt. Irgendwie kommen sie mir doch bekannt vor, aber nicht in der Form. Ich glaube, diese untote Variante ist jetzt neu. Aber ansonsten sind einfach die ganz normalen Hunde. Wie gesagt, die sehen jetzt halt ein bisschen hässlicher aus. Oder kenne ich die noch von irgendwo anders her? Gab es so einen Gegnertyp auch schon mal? Ich weiß es echt nicht. Also man sieht hier ja, dass generell ein paar Gegnertypen recycelt wurden hier. Weil das, ich glaube, so eine Art Forschungslabor darstellen soll oder sowas. Wie ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Ja, und jetzt komplett nackt ausziehen, oder was? Mein Schild theoretisch auch, meine anderen Waffen auch. Die werden davon doch auch betroffen, oder? Nee, gar nicht mal. Okay. Das sind also bloß meine Ausrüstungssachen. Du sollst ja genauso gut wie tot sein. Macht's mir... Nee, Schaden macht's mir aber nicht. Seelengeist hier versteinerte Drachenknochen und ich kann ja einfach den, ja, Ewigkeit durch die Suppe laufen. Aldia-Schlüssel, okay, den habe ich eigentlich erwartet und gesucht. Und eine Rostrune, gut. Wenn ich eigentlich schon dabei wäre, könnte ich eigentlich auch gleich da zurück zum Schloss Drangleic. Mir dort das Zeug holen. Aber ich habe da echt gerade keine Lust drauf. Weil da war ja auch noch Säure, aber da kann nicht so interessantes Zeug drin gewesen sein, denke ich. War das richtig? Ja, war richtig. Ich glaube, da auch die Drang-like. Ja. Auch wenn die nicht verbessert sind, sind sie trotzdem besser. Und hier die Wengler.
Ja, da sind die deutlich besser. Okay. Ich glaube, ansonsten habe ich auch nicht wirklich eine bessere Rüstung, muss ich ja sagen. Das ist ja irgendwie schon so ein bisschen traurig, dass es bloß diese eine gute Rüstung gibt. Achso, meine Ringe sollte ich vielleicht auch wieder anziehen. Den Chlorantie, den zweiten Drachenring, der kaputt ist. Na ja, toll. Der festige Klöchelring und dann noch der Heilungsring. Der hat mir jetzt schon ein paar Mal das Leben gerettet, muss ich ja wirklich sagen. Also auf den würde ich auch ungern verzichten.